Habt ihr noch Level Up gekriegt? Kriegt ihr das? Ja, der wird aber gleich vergeben. Erst muss ich die Schiffe. Wir sind noch nicht mal weit davon entfernt, also von daher ist ja fast geschafft. Nicht. So. Fast alles bezahlt hier im Forschungsbau. Ich will mir jetzt einen der KI mal zum Verbündeten machen. Gucken, ob ich das hinbekomme. All crew stand ready. Wirklich schwierig, aber ich versuch's. Mehr als failen kann ich nicht. Jetzt überlege ich gerade, welches der beiden Schiffe ich baue, die Prometheus oder die Typhon Class. Hene mene mu und raus bist du. Nenn mich das da. Okay. Für die Typhon Class. Kosten gleich viel. Auch gleich Supply. Haben halt nur unterschiedliche Sachen. Und die macht viel mehr Schaden. Die macht mehr Planet Bombing Damage. Dafür. Ich weiß nicht. Die ist allen irgendwie schlechter. Die hat mehr Hülle, mehr Schild. Mehr Antimatter. Naja, versuchen wir mal. Ich habe mich ja für die entschieden. Die Typhon. Bin mal gespannt, was sie kann. Aber freut euch, ich muss die Prometheus auch noch testen. Research complete. Also ich freue mich ja, dass das wirklich da ist, aber jetzt backt das wohl rum. Weil jetzt kann die wirklich keinen Schaden haben, die ist komplett repariert. Ich rede so wenig, warum rede ich denn so wenig? Ja, ich habe in letzter Zeit wenig aufgenommen, da ich... Letzter Zeit ist gut, das ist auf jeden Fall, ich habe nichts aufgenommen, weil ich habe kein Internet. Nicht so wirklich. Nicht so gutes. Und, ja, mein Rechner war so ein bisschen hinfällig. Außerdem habe ich jetzt auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet, um mir ein bisschen Geld dazu zu verdienen für einen neuen Rechner. Das habe ich dann auch getan. Und, außerdem habe ich am 30.12. Geburtstag gehabt. Jetzt kommt das Pfiffige hier dran. Ich nehme dieses Video auf, die ganzen Videos, am 22. Und ihr seht die Stückchen für Stückchen allerdings erst nächstes Jahr. Das heißt, ich rede mit euch. Wenn ich verschwinden sollte, bekommt ihr eine Nachricht von mir, obwohl ich schon weg bin. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Nein? Ihr werdet schon dahinter kommen, wenn es soweit ist. Also, und, ja, auf jeden Fall habe ich Internet gehabt, wenn ich die Videos hochgeladen habe. Worauf ich hinaus wollte ist, ich habe meinen PC aufgerüstet. Ich habe eine neue Maus, Tastatur, neue Grafikkarte, neues Mainboard, neuen Prozessor. Als nächstes brauche ich nur eine neue Festplatte und neuen Arbeitsspeicher und... Das Ganze vorne kommt in der Liste jetzt als nächstes. Ist ein richtiges Mikrofon zum Aufnehmen, damit das besser klingt als das hier. Weiß noch nicht ganz genau welches, aber ich habe da eins im Auge, so ein Z. Und ja, bin mal gespannt, wenn ich mir das hole, ob das dann besser wird mit der Sprachqualität. Das hier wird nicht das einzige Projekt sein. Nebenbei arbeite ich noch mit meinem Kollegen Zahne zusammen. An der Mod für Star Ruler 2. Ich mache Videos zu Star Ruler 2 allerdings erstmal ohne Modifikation. Beziehungsweise ich werde die Videos schon gemacht haben, wenn ihr das Video hier anguckt, weil die parallel laufen werden.
wie ich das genau mache, weiß ich nicht. Ich habe da so dienstags, donnerstags im Kopf, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das mache. Und, ja. Gucken wir mal. Auf jeden Fall Stowler 2, sehr geiles Spiel. Ist im Augenblick Early Access. Auf Steam für 19,99. Wie gesagt, zu dem jetzigen Zeitpunkt, also zum, ich gucke noch auf die Uhr. 22. den Montag, 22. Dezember. Und ja. Das ist sehr geil. Wir haben jetzt zuletzt Schilde hinzugefügt. Ich habe noch nicht reingeguckt, was jetzt neu dazugekommen ist. Auf jeden Fall, wie gesagt, Zahn und ich arbeiten an einer Mod. Und ja, ich bin mal gespannt, was aus der Mod wird. Ich werde mal mit ihm reden, wann ich anfangen kann darüber. Entschuldigt die kurze Unterbrechung beim Quatschen. Vielleicht hätte ich jetzt auch Pause drücken können und so weiter, aber da das Spiel eh schon in Echtzeit läuft, habe ich gedacht, lass einfach laufen. Jetzt habe ich nur den Faden verloren, wo ich gerade drin war. Ihr werdet euch jetzt denken, ja, du warst da und hast davon erzählt. Ja, das weiß ich. Allerdings hatte ich keine andere Unterhaltung mit jemand anders und jetzt bin ich raus. Ich glaube, ich habe von Zahner gesprochen. Genau. Ich werde mit ihm reden und gucken, vielleicht kann ich auch Videos zur Mod machen, bevor wir die releasen. Der will nicht so, dass gespoilert wird. Ey, warte mal, der Typhon ist fertig. Ja, auf jeden Fall möchte ich nicht, dass gespoilert wird, deswegen muss ich mal gucken, wie ich das mit dem mache. Ja, das Vieh kenne ich. Point Defense System. Fortress Mode. Battle Bay Expansion. Wie gesagt, ich werde da mal mit ihm reden, mal gucken, wie was dabei rauskommt. Oh, sind die Forschung fast durch hier. Ah, mein Ohr! Ich könnte ja noch ein Schiff bauen, wa? Als nächstes bauen wir dann mal die Prometheus. Ich habe gerade zwei Slots frei. Dann die Galaxy. Ich brauche noch eine Galaxy. Ja, komm. Schad nix. Ich weiß nicht, irgendwie ist die falsch. Also nein, von der Form her ist sie richtig, auch mit den Gondeln, alles ist richtig. Ich glaube, die ist zu dick. Die ist zu ründlich. Nicht zu dick, zu ründlich oben. Die ist ein bisschen kantiger gewesen im Original. Aber ich kann das jetzt gerade nicht beschwören. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ansonsten sehr geil. Haben sie einfach aus dem PS1-Spiel importiert. Very nice. Was ist die hier? Die bin ich geflogen. Genau den hier. Gibt ja schon so ein bisschen Nostalgie und so Kindheitsgefühl, weil genau den bin ich geflogen als Kind. PS1 noch. Krass wie den hier bin ich auch geflogen. Oh, schon ein schönes Gefühl. Ja. Dankeschön, lieber Mod-Entwickler. Danke. Ah, ich liebe es. Balababa. Okay, genug mit der Werbung. All sections report. Jetzt machen wir noch ein bisschen die Hülle und den Armor hoch. Dann krempeln wir mal die Arme hoch. Genau. Research complete. Können wir gleich mal angreifen. Weiß man noch nicht, wen wir angreifen werden. Wahrscheinlich die, die man Planeten da vorne belagert. Schweinepriester. Oh, hier war ich gerade bei 1100.
Hab ich ja doch. Komm hier. Bisschen Forschung umwandeln. So, kann ich jetzt Piratenangriffe machen? So. Kann ich jetzt die Piraten steuern? Ey, ihr hattet doch mal mit mir. Ja, ich habe die Mission von denen nicht gemacht, deswegen. Mit denen bin ich ganz verfeindet. Mit denen geht's. Ich bin immer dafür, dass ich die Romulane nehme. Ah ja, genau, ich weiß, was ich wollte. Oh, Research complete. guckt mal. Die Prometheus. So schön. So, was kann ich denn? Combat Manöver? Tickwetter. Wir probieren das hier aus. Das ist ein ganz, also das Schiff allgemein ist ganz neu in der Mod-Version. Aber darum geht's nicht, sondern wir probieren aus, ob sich das auch aufteilen kann. Und wie das aussieht. Geil. Wisst ihr, wie man das nennt? Also in der Serie Star Trek wird das Multivektorschiff genannt. Alpha, Beta und Gamma. Alle. Wir haben alle Waffen. Geil. Research complete. Die kann das übrigens Research auch. complete. Da. Und das. Tauchbeam. Ja, die kann das auch. Natürlich in zwei Teile aufteilen. Ich finde das so heftig und so geil, dass sie es das hinbekommen haben. So ultra, ehrlich. 140, 60 und 140. Gibt's eigentlich einen Cooldown bei? Ja, gibt es. Reintegration. Und jetzt sind sie wieder zusammen. Aber ihr habt gesehen, es gibt so ein kleines Problem beim Zusammensetzen. Achtet mal auf die Texturen jetzt. Ist erst dunkel und dann wieder hell. Ah, ich wollte gerade sagen, wie kann denn der obere Teil in den Warp gehen? Da ist eine Warp-Gondel drin versteckt. Ah, verstehe. Dann schafft ihr wenigstens noch Warp 1 oder Warp 2. Ist nicht ganz so gestrandet. Cool. Echt cool. So. Dann bewegt euch mal zu den anderen Schiffen. Dann können wir euch da vorne den gleich erstmal ordentlich einen auf die Fresse geben. Research complete. Wir gucken da Prometheus zu. Prometheus, du bist so schön. So schön anzusehen. Ich meine, die Prometheus wäre nur einmal vorgekommen, nicht bei Voyager, und das war nicht von der Föderationsschiff, sondern von den. Ja, das ist eine gute Frage. Romulanern? Ich weiß es gar nicht mehr. Research complete. Acknowledge Starfleet. Acknowledge Starfleet. Warp-Signaturen entdeckt. Okay. Was sagt uns das? Das ist gleich richtig ein paar auf die Fresse gibt für manche Leute. Yellow Alert. Haben mich wieder ausgedrückt, sind sie wieder in die andere Fort. Acknowledge Starfleet. Zum Planetenbombe? All sections report. Also, du fliegst direkt auf den Planeten zu. Du könntest Planetenbombe dir ums Schiff sein. Acknowledge Starfleet. Ich bin ja dafür, dass meine großen Schiffe dich mal besuchen kommen. So. Dann bewegen wir uns mal. Wollen wir mal gucken, was da so auf uns zukommt.
was uns also erwartet. Carrier at the ready, Admiral. Move us in. All wings on standby. Research complete. Standing by. Research complete. Die beballern meinen Planeten. Ich glaube, es hackt. Krieg mal kaputt machen. Changing heading. Warp signatures detected. Ging das schnell oder ging das schnell? Ich weiß ja nicht. Oh, da kommt das Level ab. Red Alert. Colony Vessel. Der fliegt doch nicht ohne Grund ein Colony Vessel dahin, oder? Research. Oh, was können wir denn hier mal machen? Exploration. Jetzt treffe ich den Planeten nicht. Mein Gott. Hä? Kann mehrfach aufklären? Was haben die denn hier alles geändert? Ich muss auch wieder mehrfach erkunden. Lieutenant, open a hailing frequency. All wings, return to Nein. Combat landings authorized. Take us to warp. Auch wieder mehrfach. So, den will ich endlich mal fertig kriegen. Die 8057 kriegen wir wohl hin. So. 9057. Den kriege ich maximal ausgebaut. Ich schwör's euch. Research complete. Krieg ich hin. New heading confirmed. So, wir werden alle Planeten mal erkundet. Mal gucken, was rauskommt. Bin ich aber gespannt. Research complete. Ein Artefakt wäre cool. Zwar ein Interlink, also Subspace Relay Station. Mit deren ist stärker als unsere. Standing by. Kann ich jetzt den Piraten Aufträge geben? We read you. Immer noch nicht. Go ahead. What's Need on your more mind? Research to offer mission. Das heißt, die Föderation gar keine Piraten mehr engagieren kann? Das würde zumindest Sinn ergeben. Unable to comply. Make it so. Aber mehr Antimaterie, aber schnellere Regeneration. Wieso baut er hier nicht weiter? Jetzt noch nichts gefunden. Ja.